Das Studio 47 Sportlerporträt wird präsentiert von der Targobank. Nicht immer wird Erfolg einer Mannschaft mit den besten Einzelspielern gewonnen, sondern meistens von jener, die als Team am besten miteinander harmoniert. Und deswegen ist Teamgeist das Wichtigste, wenn man zusammen mit anderen einen Sport betreibt. Doch auch Ehrgeiz und Leistungsbereitschaft sind bedeutend für eine Mannschaft. Und all das hat das Wasserballteam des Amateurschwimmclub Duisburg. Denn man kommt nicht einfach so an die Spitze der Wasserballliga. Dafür trainieren sie aber auch fast jeden Tag in der Woche. Und so wurden sie sowohl Pokalsieger als auch Gewinner der Meisterschaft. Doch die 7 Spieler, die pro Mannschaft im Wasser um die Tore kämpfen, müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein. Und so etwas funktioniert nur in einem harmonischen Team. Da ist es nur von Vorteil, dass die Jungs vom ASCD Duisburg mittlerweile mehr als nur Teamkollegen sind. Ja, das bleibt natürlich nicht aus. Also wir hängen so viel aufeinander rum. Wenn man da nicht schon sogar Freundschaften hat, dann ist es eigentlich schon fast unmöglich, das auf dem Niveau zu betreiben. Weil bei dem Pensum, das wir absolvieren, da geht man sich ansonsten auf den Keks und da muss man einfach schon mindestens Sympathien zueinander haben. Aber wie gesagt, Freundschaften sind da selbstverständlich. Und so ein Trainingspensum muss belohnt werden. Dieses Jahr wurden die Wasserballer vom ASCD für die Sportlerwahl als Mannschaft des Jahres nominiert. Doch hiermit sind sie nicht alleine. Auch die Skatehockey-Mannschaft Duisburger Ducks wurde nominiert. Denn auch für sie läuft es momentan richtig gut. Im Juni wurden sie Europapokalsieger, vor einem Monat dann deutscher Pokalsieger. Und im Dezember kämpfen sie in der eigenen Halle um den deutschen Meistertitel. Auch da stehen ihre Chancen sehr gut. Ein Rezept ihres Erfolges wird wohl ihre eingeschworene Gemeinschaft sein, die sie seit ihrer Kindheit pflegen. Wir haben alle Spaß, wir kennen uns alle schon, seit wir so groß sind. Also wir spielen alle schon, also zum Beispiel ich habe mit 9 angefangen, die anderen mit 8 oder so. Wir kennen uns alle schon fast 10 Jahre. Und dann, wir machen auch neben dem Sport was und dann treffen wir uns, machen was. Und dann sind wir natürlich ganz dicke alle zusammen. Und dann gibt es auch keine Komplikationen so untereinander. Na klar ist man, hat man mal so Stress oder so, aber dann spricht man das aus oder so. Hat man mal 2-3 Tage ein bisschen Stress, aber dann klappt das wieder und dann hat man auch Erfolg im Sport. Und dieser Erfolg wird dann vielleicht auch durch die Wahl zur Mannschaft des Jahres gekrönt. Allerdings gibt es noch eine dritte Mannschaft, die auch um diesen Titel kämpft. Die Basketballer des BG Duisburg West. Im Grunde genommen sind sie gerade erst aus dem Gröbsten raus. Vor über einem Jahr gab es sie noch gar nicht. Aber genauso schnell, wie sie auf der Bildfläche erschienen sind, sind sie auch in der Liga nach oben geschossen. Ein Zusammenschluss aus dem Homberger TV, dem Rumelner TV und dem VfL Rheinhausen machte es möglich. So zusammengewürfelt ist der Zusammenhalt unter den Spielern umso wichtiger. Und dieser wird bei Trainer Frank Diekgräber ganz groß geschrieben. Besondere Mannschaft ist, dass wir eigentlich gar keinen Star haben, so wie damals Berti Vogts gesagt hat. Der Star ist eigentlich die Mannschaft, dass der Zusammenhalt da ist, dass man sich privat trifft, dass man auch außerhalb der Trainingshalle sich trifft, gemeinsame Aktivitäten stand, untereinander auch ja, besser als bessere Freunde schon bezeichnen kann, richtige Freundschaften existieren und dass davon die Mannschaft lebt, der Zusammenhalt einfach. Nun spielen sie in der Basketball-Oberliga, ein Privileg, das sich andere Mannschaften noch erkämpfen müssen. Doch um die Leiter noch weiter emporzusteigen, muss noch einiges getan werden. So treffen sich die Jungs jeden Montag und Mittwochabend und spielen, was das Zeug hält. Denn sie wissen, die Konkurrenz schläft nicht. Und so bleibt die Wahl der Mannschaft des Jahres bis zum Schluss spannend. Denn jedes der 3 Teams hat schon viel erreicht, nicht zuletzt durch den guten Zusammenhalt. Und den Sieg am Ende feiern zu können, macht auch mit Freunden einfach viel mehr Spaß als alleine.